So, die nächste Übung ist für unsere Mobilisierung und Koordination unserer Wirbelsäule. Die Übung heißt S oder Fragezeichen, weil die Wirbelsäule hat prinzipiell eine S-Form. Und aus dieser S-Form versuchen wir jetzt ein bisschen rauszugehen. Dazu nimm jetzt einen Sessel oder eine kleine Erhöhung auf dem Boden. Setz dich ganz gemütlich hin. Deine Füße sind aufgestellt oder verschränkt am Boden. Dann stell dir mal vor, es zieht dich jemand ganz lange an einem Seil nach oben, sodass du ganz gerade sitzt. Und dann öffne deine Arme mal zur Seite. Genau. Und jetzt zieh dich zu deiner linken Seite, als würde dich jemand an den Fingerspitzen nach außen ziehen. Du schaust aber, dass du auf dem Sessel sitzen bleibst. Und wieder zurück zur Mitte. Einmal zur anderen Seite. Es zieht dich wieder jemand lang nach außen. Und wieder zurück. Sehr gut. Bleib dabei. Komm wieder nach links. Die Wirbelsäule macht jetzt ein leichtes S. Und wieder zur Mitte. Andere Seite. Die Wirbelsäule wird zu einem Fragezeichen. Genau. Wieder zurück zur Mitte. Eine Runde machen wir noch auf jeder Seite. Nach links. Zieh dich lang, soweit du kannst. Und zur Mitte. Eine letzte Runde. Nach rechts. Halte. Und zurück zur Mitte. Sehr gut. Schultern ein bisschen auslockern. Und die Übung machst du insgesamt für 5 Runden. Immer 4 Bewegungen oder 4 Wechsel auf jeder Seite. Kurze Pause und dann in die nächste Runde kommen. Viel Spaß dabei!